Eine andere Frage, die auch an dieser Stelle hier behandelt wird, und zwar, das nennen sie Mahallunniyya, der Ort der Absicht. Also, wo entsteht die Absicht oder wo sollte sie entstehen? Und hier gibt es auch das ist nicht umstritten bei den Rechtsgelehrten sämtlicher Madahib, aller Rechtsschulen, dass der Ort der Nähe das Herz ist. Das ist das Herz. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist die Aussprache der Nähe. Sollte die Nähe auch ausgesprochen werden oder sollte das nicht getan werden? Hier ist auch Folgendes zu beachten. Es gibt hier zwei Formen des Aussprechens, was leider im Allgemeinen auch nicht dargestellt wird von den Leuten, die verallgemeinern das und pauschalisieren das. Also es gibt einmal eine Form des Aussprechens, die mit Konsens der Rechtsgelehrten nicht gebilligt wird. Mit Konsens der Rechtsgelehrten, also auch eingeschlossen aller vier Rechtsschulen, diese Form wird nicht gebilligt, und zwar das laute Aussprechen, laut aussprechen. Laut, also dass deine Nachbarn und so weiter, die neben dir stehen und so, das auch hören können. Das ist damit gemeint. Al-Jahru bin-Niyya. Al-Jahru bin-Niyya, das ist mit Konsens, einstimmiger Meinung der Ahlul Ilm nicht legitim. Es gibt noch eine andere Form des Aussprechens, und zwar das leise Aussprechen, dass man das für sich selbst ausspricht. Hier sind die Gelehrten der Madahib verschiedener Meinung. Die Schafi'iyya und die Hanabila sind zum Beispiel der Auffassung, dass das Aussprechen, und auch die Hanafiya, dass das Aussprechen der Niyya, das leise Aussprechen für sich, erwünscht ist. Also Mustahab, sie nennen das Mustahab. Bei den Schafi'iyya gibt es intern Unstimmigkeiten. Auch bei den Hanabila gibt es intern Unstimmigkeiten. Aber es gibt diese Auffassung unter ihnen. Nicht nur, dass es diese Auffassung gibt, es ist in den offiziellen kanonischen Werken erwähnt. Eines der kanonischen Werke, also mit kanonischen Werken meine ich Bücher, die ausschlaggebend sind bei der Ermittlung von der Rechtsschule. Bei den Hanabilas zum Beispiel sind das zwei Bücher. Das Buch Al-Iqna' und das Buch Al-Muntaha. Und interessanterweise ist im Muntaha erwähnt, dass es erwünscht ist und im Iqna', dass das nicht erwünscht ist. Das sind zwei verschiedene Meinungen, also auch intern von Madhab kann es Unstimmigkeiten geben. Aber diese Auffassung gibt es, und das zu pauschalisieren mit der Aussprache und dass das immer eine Bid'ah ist, das ist ungerecht und nicht korrekt. Und es ist nicht nur so, dass das die späteren Rechtsgelehrten yani diese Auffassung hatten. Selbst Al-Imam Shafi'i selbst hat darüber Aussagen getätigt. Ibn al-Muqri überliefert in dem Mu'jam, er sagt, und der Isnad ist die Kette, diese Überlieferungskette, mit der er das überliefert, darin sind nur A'imma. Er erwähnt drei A'imma, drei große Gelehrte des Islams. Einmal Ibn Khuzaymah, Ibn al-Muqri hat das von Ibn Khuzaymah, sagt, Akhbaran Ibn Khuzaymah, Haddathana al-Rabi'. Al-Rabi' ist der Gefährte von Al-Imam al-Shafi'i. Er sagt, Al-Rabi' sagt, Kana al-Shafi'i, idha arada an yadkhula fi s-salah, qala bismillahi muwajjihan, oder muwajjihan li baytillah, muaddiyan li fardillah, Allahu Akbar. Er hat ihn nie so ausgesprochen, sagt Al-Rabi'. النووي رحمه الله النووي من الشافعية أزاكت إن زم بوخ منهاج الطالبين im erst am Anfang des Kitab الصلاة darin sagt er والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. Die Nia ist im Herzen, also das ist der ursprüngliche Entstehungsort der Nia, das Herz.
Und die Aussprache kurz vor dem Takbir ist erwünscht. Es muss tahab. Also haben wir hier die drei Madahib. Komischerweise wird diese Auffassung meistens nur den Hanafir zugeschrieben, auch mit einer gewissen, wenn man darüber spricht, hat das meistens eine gewisse negative Konnotation. Aber die Leute wissen gar nicht, dass selbst die Hanabila, denen man irgendwie immer zuschreibt, dass sie ganz extrem hier wären in dieser Sache, in der Ablehnung davon, dass auch sie dieser Auffassung sind und wie gesagt auch die Asch-Schafi'i. Bei den Malikier bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ich gehe davon aus, dass die, wenn ich mich nicht irre gerade, dass die Malikier das nicht als erwünscht sehen. Nein, aber wie gesagt, das laute Aussprechen, dass man das so laut ausspricht, dass du dich selbst schon richtig hören kannst und dein Nachbar, der rechts und links neben dir steht, das ist mit Konsens der Ahlul Ilm nicht erwünscht. Das ist mit Konsens nicht legitim und wird nicht gebilligt. Ist nicht erwünscht. Aber selbst wenn wir, einige bezeichnen es als eine Bid'ah. Dieses laute Aussprechen bezeichnen einige als Bid'ah. Das für sich sprechen ist eine umstrittene Sache. Also etwas für sich selbst auszusprechen, die Niyya, so dass man nur sich selbst hört, ist eine umstrittene Sache. Es ist aber keine Bedingung des Gebets. Das muss auch angemerkt werden. Oder allgemein, grundlegend ist es keine Bedingung, das Aussprechen. Es ist lediglich erwünscht bei ihnen. Damit sie sagen, damit Herz und Zunge auf einem Niveau sind, damit Herz und Zunge beteiligt sind an der Absicht und auch um, ebenfalls ein weiterer Grund, warum das Mustahab ist, um Zweifel zu beseitigen. Das heißt, damit man sich nicht dann später einredet, habe ich denn die Absicht gehabt oder nicht. Wenn er das ausgesprochen ist, dann kann er sich zu 100% sicher sein, dass er eine Absicht hatte. Wenn wir begreifen, dass der Ursprungsort der Absicht das Herz ist und die Zunge das Aussprechen nur nach einigen Ahlulilm erwünscht ist, dann muss man auch hier festhalten, dass es im Falle eines Widerspruchs zwischen Herz und Zunge, wenn es zu einem Widerspruch zwischen Herz und Zunge kommt, dann gilt das, was er mit dem Herzen beabsichtigt hat. Und die Aussage der Zunge ist hier dann hinfällig. Was heißt das? Weil man kann es ja versprechen. Das kann durchaus passieren. Ich beabsichtige mit dem Herzen, also meine Absicht ist es, das Salat al-Dhuhr zu beten. Während ich mich zum Gebet jetzt hingestellt habe, habe ich aus Versehen unbewusst Asr ausgesprochen. Was mache ich in diesem Fall? Gar nichts. In diesem Fall muss nichts getan werden, weil zählen tut das, was man mit dem Herzen beabsichtigt, nicht mit der Zunge.